Hallo im Wald und heute wieder eine Pilztour. Nun, wir fangen mal mit dem Ergebnis an und ich würde sagen, das kann sich sehen lassen. Und das duftet nach Aprikosen. Herrlich. Und das sind blassende Pfifferlinge. Und die gibt es jetzt hier im Wald, bei uns relativ häufig, die Art, also sonst eher selten. Aber hier im Wald, im Buchenwald, wenn ihr lehmige Buchenwälder habt, im Moment super zu finden. Nahezu ausgewachsen, noch nicht ganz ausgewachsen, aber in noch richtig stattlichen Größen. Wie es dazu kommt und wie die Pilze jetzt hier am Ende wirklich im Wald zu finden sind, zeige ich euch jetzt. Kommt doch mal mit. So, Pilzfreunde, und hier die ersten Funde. Ja, also jetzt vielleicht noch nicht unbedingt so richtig berauschend, nicht? Also das hier ist wahrscheinlich ein alter, überständiger Sommersteinpilz, der hier unter diesem Ast sich hervordrückt. Da ist nichts, aber das ist ein Anfang. Und hier in diesem Wald können wir uns jetzt mal in Ruhe umschauen. Schaut mal, da sind so alte Eichen und Buchen drin. Es ist Licht, nicht? Das mag ich zum einen wegen der Zecken. Dann findet man die Pilze besser. Und in der Regel kommt der Regen auch besser auf den Boden. Also da kann man auch durchaus mehr Erfolg haben, wie in irgendwelchen dichten Kulturen. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen um. Also, ich habe hier natürlich meinen Korb auch dabei heute. Und da sehen wir den ersten Speisepilz. Könnt ihr den schon sehen? Ich kann euch sagen, ich habe jetzt 7 oder 8 verzweifelte Pilzsammler getroffen. Man muss schon bisschen gucken und man muss natürlich auch viele Pilze kennen. Und ich sag's ja immer, Täublinge sind natürlich der nächste tolle Schritt. Und befasst euch vielleicht mal mit diesen Pilzen, bevor ihr dann sozusagen mal hier eine neue, ganz große, eine der größten überhaupt Pilzgruppen euch erschließen könnt. Das ist ein rotstieliger Ledertäubling. Ah, schade. Also da sah echt gut aus und ich hätte ihn jetzt auch mitgenommen. Ganz klar, nicht Sprötblättler, spröde Lamellen. Und die so mantelartig brechen. Einfach nur Stiel und Hut. Hier bei uns sind die oft nur so leicht rötlich überlaufen. Aber jetzt hat so viel geregnet. Seht ihr das? Schaut euch das mal genau an. Hier kann man nämlich sehen, dass der Pilz bereits von einem Schimmelpilz befallen ist. Sowas ist natürlich nicht in Ordnung. Sowas, seht ihr das da unten, die Haare? Und hier oben kann man es auch schon ahnen. Da. Nun, dann bleibt er hier zum Aussporen. Das darf man auf gar keinen Fall essen, nicht? Schimmelpilze können Aflatoxine, also stark leberkrebserregende Stoffe, enthalten. Hände weg von jeder Art von verschimmelten Pilz. Aber zur Ehrenrettung, das ist auch ein Speisepilz, nicht? Da sehen wir einen Dachpilz auf diesem Holz. Oh, sogar zwei. Ganz frisch gewachsen. Ich mag die ja. Die sind irgendwie schön. Die wachsen einfach so aus dem Moos, aus diesem, ja, alten Holz heraus. Und das ist ein ganz typischer Bewohner hier. Aber diese grauen und nicht rehbraunen, die dann auch noch so radial, ja, silbrig gefilzt sind, die lasse ich stehen. Hier gibt es nämlich die grauen Dachpilze. Das wäre der einzige der Art, der nicht essbar ist. Man kann das jetzt hier mutmaßen, aber bestimmen kann man es nicht. Dafür müsste man da viel mehr sozusagen in die Literatur und die Sporen schauen. Da haben wir hier auf einer Pilztour nicht die Zeit. Also, graue Kameraden lassen wir stehen, braune hätte ich mitgenommen. Wahrscheinlich ein grauer Dachpilz. Ja, gerade wo ich so am Überlegen war, ob es wirklich Sinn macht, heute hier im Wald weiterzumachen, da ergibt sich natürlich wie immer ein Fund. Schaut euch das mal an, könnt man das schon sehen? Also, gar nicht so leicht zu sehen. Gehen jetzt mal drauf zu. Und da kann man das jetzt, denke ich, ganz gut erkennen. Also die Pfifferlinge kommen, jetzt sind sie da. Hier sind ganz kleine. Schaut mal, hier kann man auch gut sehen, das sind blassende Pfifferlinge. Die Größe ist so, naja, Daumennagel groß. Die decken wir zu, lassen wir hier. So, und die etwas größeren Exemplare hier, die nehmen wir mit. Die wachsen langsam. Also so ein Pilz kann auch mal eine Woche oder zwei brauchen, um überhaupt so groß zu werden, dass man den sehen kann, dass der hier durchs Laub durchkommt. Toller Speisepilz. Und er sieht, der ist schon ganz schön angefuttert. Aber wo einer ist, gibt es bei Pfifferlingen ganz gerne Nester. Und jetzt um die Zeit im Juli, schaut mal da, angefressen, da sind das häufige Speisepilze im Wald. Hier absolut gerne im Rotbuchenwald zu finden. Eigentlich ausschließlich, möchte ich meinen. Und das sind hier blassende Pfifferlinge. Immer in Gruppen. Toller Speisepilz. Hier auch mal gut zu sehen. Unten drunter so richtig gelb, Leisten. Und oben hier mal gut die, ja, deswegen heißt er so, ne, ausgeblassten Farben des Hutes. So, und den Burschen hier, da haben viele sozusagen zusammen, nehmen wir auch mit. Und hier mein schöner, den zeige ich euch mal.
Pfifferlinge immer schön zumachen, das Mizel nicht. Nicht tiefer wie 2 bis 3 cm im Boden. Wenn das austrocknet, wäre das wirklich fatal. Und vor allen Dingen standorttreue Pilze, nicht? Wenn ihr da Stellen habt, die könnt ihr regelmäßig besuchen. Und das ist natürlich auch das Geheimnis, nicht? Kennt die Stelle. Und hier sehr schön die blassenden Farben zu sehen. Ja, der blassende Pfifferling. So, jetzt muss ich mal ein bisschen anfangen, Pilze zu putzen. Ja, und jetzt kann man natürlich diese Stellen hier absuchen. Wenn die so klein sind, sind die unterm Laub echt schwer zu sehen. Und da sehen wir schon den nächsten. Seht ihr es auch? Ihr seht auch so ein bisschen das Lauftempo, nicht? Also fast so hell wie so ein Blatt, nicht? Die Anpassung blassend hat natürlich was damit zu tun. Schaut mal Farbe und Form an. Sehr ähnlich sozusagen hier der Blätter. Und hier wieder gut zu sehen, nicht? Wie ausgeblasst, fast so wie bereift wirken die. Und wenn wir sie rumdrehen, die knalligeren Farben, dann hier ganz klar, guck mal, wie frisch der ist, die knalligen Farben der Leisten. Wunderschöner Pilz. Und genau so soll das ja auch sein. So, da ist noch einer. Und langsam wird's gut. Und die Sommerpilze sind ganz klar Pfifferlinge. Und bei uns hier im Wald, im Laubwald, immer die blassenden Pfifferlinge. Das ist hier eigentlich ein seltener Pilz, aber hier in unserer Gegend gut zu finden. Und dann machen wir doch gleich weiter, wenn ich sage, gut zu finden. Also ich habe wirklich hier auf dem Boden gekniet. Ich habe es jetzt auch erst gesehen. Und da könnt ihr sehen, wie gut die versteckt sind. Also hat man mal einen gefunden, bleibt hocken, schaut euch um. Und da kommen noch mehr hervor. Es ist wirklich nicht einfach. Und es geht hier gerade los, nicht? Also ist heute 12. Juni, glaube ich. Und da ist hier gerade Start der Saison. Aber ich habe euch schon mal ein Pfifferlingsvideo gemacht, da waren die auch durchaus schon größer, nicht? Also hier an den Stellen sind sie etwas hinterher. So, und jetzt Pilze putzen. Wie habe ich mich drauf gefreut. So, der Sturm hat ja auch so ein bisschen gewütet und jetzt müssen wir uns mal ein bisschen hier auch durchs Unterholz pirschen. Aber ihr seht, das lohnt sich langsam. Also ein bisschen angefuttert sind sie natürlich schon, aber hier der Regen der letzten Tage, der hat hier natürlich was gebracht. Also da schaut mal, richtig schöner. Tun wir jetzt mal zusammen ernten. Mal gucken, ob man da ordentlich ran kann. So. Und da ist er. So. Das sieht doch schon nach was aus. Also heute ist es ein bisschen sportlicher und jetzt muss ich hier unten unter den Ästen rumkriechen, aber da hinten leuchtet es. Das holen wir uns. Da sind natürlich weitere. Kommt mal da raus. Ich komme wirklich schlecht ran. So. Und da sieht man, die sind ausgewachsen. Große Pfifferlinge. Hier teils schon ganz schön angefuttert. Aber dennoch gut. Oh, und da hinten, aber auch erst, wenn ich davor knie. Och, guck mal da. Seht ihr das? Also das ist wirklich, das graben wir jetzt mal aus. Und heute habe ich das Rennen gewonnen. Die Schnecke versucht es, aber heute waren wir schneller. Und wenn euch die Videos gefallen, vielleicht mal was in eigener Sache. Es wäre schön, wenn ihr uns einfach einen Daumen hoch da lasst. Das kostet nichts, das hilft aber einfach unserer Moral. Das ist auch ganz gut, um einfach so ein bisschen zu zeigen, dass euch die Videos gefallen und dass wir vielleicht weitermachen sollen. Und auf der anderen Seite auch einfach gut, um unser Netzwerk zusammen zu vergrößern. Wenn euch Community-Beiträge rund um das Thema Pilze, Gewitter, Blitze, Giftstoffe, Inhaltsstoffe interessieren, willkommen in unserem Community-Blog. Da findet ihr alles Mögliche zu dem Thema. Und natürlich jede Menge Pilztouren, Pilzrezepte und alles, was so im Wald rundherum zu finden ist. Nicht von der Heidelbeere bis hin zu allen möglichen anderen Videos. Aber willkommen im Kanal für alle, die neu sind und für alle anderen suchen wir weiter. Mal gucken, was der Tag noch bringt. Und es sieht doch schon gut aus. Und hier kriegt man jetzt mal einen Eindruck, warum die so schwer zu finden sind. Also die sieht man fast nicht. Und darunter versteckt sich ein ausgewachsener Pfifferling. So, und das gucken wir uns jetzt an. Das ist immer so einer der schönen Momente. Oh, es ist nicht nur einer, schaut mal. Und das ist halt der Pilzblick. So. Angefuttert hier und da, aber das ist eine ordentliche große Gruppe. Schaut euch die Burschen mal an. Also, das ist was, das ist schon ordentlich. Wird sich Pilzfrau freuen,
denn die macht sehr gern Pfifferlingspizza und die wird richtig gut aufgefuttert. Muss ich euch mal vielleicht ein Video machen. Bisschen Speck drauf, Pfifferlinge, Pizza, so ähnlich wie ein Flammkuchen. Der Renner bei den Kids. Und Kids und Pilze, ihr wisst ja, ist meist nicht ganz so die große Liebe. Aber das wird alle, das könnt ihr mir glauben. So, und ach, da hinten, also Mensch, ich saß eben von der anderen Seite und habe es nicht gesehen. Schaut mal. Also da ist immer die alte Regel, Pfifferlingsstellen zwei-, dreimal ablaufen, von allen Seiten gucken. Man sieht es wirklich nicht. Und ich suche jetzt hier weiter. Also wenn wir hier schon mal auf allen Vieren hocken, wird es langsam ordentlicher. Hier kriegt man auch mal einen Eindruck davon, wie groß so ein blassender Pfifferling werden kann. Der ist nahezu ausgewachsen. Leider ist der Hut ganz schön reduziert. Der wäre noch dreimal so groß. Und das wird ein Pilz. Der wird durchaus ähnlich groß wie ein Steinpilz. Und das mag man gar nicht glauben. Und hier mal meine Hand im Vergleich, nicht? Deshalb, und ich habe keine kleinen Hände. Das ist ein richtig großer Pilz. Lecker. Angekommen wieder in einem meiner lieblingslichten Hauswälder. Schauen wir uns um. Und da habe ich doch was entdeckt. Und ein bisschen unerwartet, muss ich sagen. Wir sehen solche komischen samtigen Töne im Hut. Fast so oliv, relativ hell, so irgendwie gelblich, an Sand erinnernd. Und das ist ein Röhrling natürlich, aber schauen wir uns den mal an. Sollte ein Hexenröhrling sein. Jetzt gucken wir mal ein bisschen näher. Ich habe noch nicht geguckt. Oh, jetzt müssen wir doch ein bisschen genauer gucken. Interessant. Gucken wir uns den Burschen an. Das ist natürlich ein Röhrling. Ja. Ist natürlich kein netzstieliger Hexenröhrling, das war meine erste Vermutung. Also das ist ein seltener Pilz. Und das ist der gelbe Buchenraufuß. Das ist ein geschützter Pilz, den darf man nicht sammeln. Bleibt hier, ist natürlich ein Speisepilz. Und hier mal gut zu sehen, auch mal groß zu sehen. Irgendwie ein bisschen untypisch, nicht? Normalerweise ist er eben einfach ein bisschen glatter, erinnert eher so an einen Hexenröhrling von oben. Hier sieht man aber kein Stielnetz, auch nicht die dicken, für die Boletus-Arten ganz typischen Stiele. Unten drunter die gelben Röhren und das ist ein Filzröhrling, eben der Buchenraufußröhrling. Eine sehr seltene, geschützte Art. Hier in einem alten Buchenwald, natürlich zu Hause, wo oft hier, war keine Ahnung, seit 10, 20 Jahren sicher kein Harvester mehr drin war. Und solche Wälder sind natürlich selten und solche Pilze erst recht. Ist eine geschützte Art. In Deutschland ist das Sammeln verboten. Der darf hier bleiben. Aber das ist mal wirklich ein seltener Pilz. Sehr schön. Ja, wie zur Bestätigung habe ich jetzt doch wen gefunden. Und da sieht man es schon. Das ist ein Hexenröhrling. Und den gucken wir uns jetzt mal näher an. Der ist ganz jung, der ist ganz knackig. Oh, da war mal einer. Also es waren mal zwei. Das ist ein Nadelwald, ein Fichtenwald, wo er wächst. Schauen wir uns mal an. Na, blaut schon, nicht? Klar. Übrigens, jetzt ist mir doch was aufgefallen. Also, es ist ein netzstieliger Hexenröhrling. Und was macht einen so stutzig, nicht? Beim Durchschneiden sieht man die Maden und die Fraßgänge und jetzt hier auch bei genauerem Hingucken das Stielnetz. Und ich habe den jetzt in mehrere Stücke geschnitten, der ist vollständig madig, der blaut genauso und man sieht jetzt auch, der ist noch recht groß, ja. Und jetzt sieht man auch hier die Röhrenmündungen, die rot sind, aber nicht ganz so rot und eben auch doch diese hellen Töne, die nur teilweise so braun durchzogen sind. Also netzstieliger Hexenröhrling, total verwurmt, die typische Methylenblau, von den Methylenchinolonen herstammende Reaktion, nicht beim Durchschneiden der verschiedenen Pilzsäuren, der Aggregatsäuren und so weiter, also typische Verfärbung, aber auch typischerweise madig. Übrigens bei flockenstieligen Hexenröhrlingen selten zu sehen. Ja, und hier in dieser Sturzdoline, also hier drunter sind Hohlräume, nicht, wo das dann trichterartig einbricht. Und am Rand von solchen Böschungen wachsen Pfifferlinge gerne. Leider ist da der Baum mitten auf meine Pfifferlingsstelle geklatscht. Aber wir wollen ja nicht so viel jammern. Da haben wir wieder was entdeckt. Und das sind wieder natürlich blassende Pfifferlinge. Hier ein bisschen angefuttert, aber dennoch gut. Und was man natürlich zu den blassenden Pfifferlingen sagen muss, die sind schwer zu sehen im Laub. Das ist so, erst ab einer gewissen Größe überhaupt. Und da muss man wirklich genau gucken. Also wenn ihr die nicht ohne weiteres, seht ihr sie, entdeckt, das ist Übung. Und es ist wirklich nicht leicht. Und wer die im Wald suchen will, der muss damit Geduld mitbringen. Der muss wirklich zwei, dreimal schauen von verschiedenen Ecken. Und wenn man seine Stellen hat, dann ist es einfacher. Dann weiß ich, dass sie da schon mal zumindest wachsen.
Und die sind nicht selten im Wald, also die gibt es hier relativ häufig, aber die sind extrem schwer zu finden. Und das ist halt der Grund, weswegen sie auch nicht so sehr gezeigt werden. Ja, die Meer, dass sie so selten sind, ja, schaut mal, ich bin da scheinbar auf einen draufgetreten sogar. Die Meer, dass sie so selten sind, die ist richtig, aber nicht in Süddeutschland und auch nicht in kalkreichen Buchenwäldern. Wirklich wahr, seht ihr, selbst mir passiert sowas. Und da sind sie. Ich habe ja gesagt, Baum ist auf meine Stelle geplumpst. Im wahrsten Sinne. Und wenn man da ein bisschen schaut, dann findet man die nämlich durchaus gar nicht so selten. So, jetzt muss ich die erstmal alle einsammeln. Und jetzt schauen wir uns in diesem Wald mal um. Das ist ein typischer Wald für blassende Pfifferlinge, Unterholz. Wichtig sind lichte Stellen. Mittelalte Buchen, so irgendwo 60, 100 Jahre, schon viel, ein paar Eichen dazwischen, ganz dankbar. So, also, natürlich wenig überraschend, ich habe meinen Korb dahingestellt und da ist auch der Pilz, vielleicht könnt ihr ihn sehen. Und das ist der Grund, weswegen es heißt, die sind selten. Selten schwer zu entdecken, aber nicht selten, wenn ihr basische oder eben lehmige Buchenwälder habt. Aber das Kunst, das ist einfach mal so. Und hier haben wir einen, schaut mal. Und leider immer ein bisschen angefuttert. Ja, na klar, nicht nur wir sammeln Pilze. Gibt auch viele Tiere, die nach Nahrung suchen. So schauen sie aus. Und der war noch gut zu finden. Ganz einfach, weil er eben hier freistand. Und in richtig dicken Buchenwäldern, nicht da, wo das Laub am besten noch 20 cm dick ist, kann man sich die Mühe sparen. Da kommt der Pilz eigentlich gar nicht unterm Laub hervor. Muss er auch nicht, denn er will ja nur seine Sporen absondern. So, aber das sieht schon gar nicht schlecht aus. Putzen. So, jetzt sind wir einfach nur 10 Meter in die Stelle reingelaufen, die ich euch gerade gezeigt habe. Und die Momente, die muss ich auch genießen, die sind nicht so häufig. Seht ihr da was? Das sieht heftig nach einem voll ausgewachsenen, blassenden Pfifferling aus. Und das sind natürlich ganz tolle Momente. Und schaut mal da. Dort, dort, dort. Seht ihr das, wie schwer das zu sehen ist? Da muss man wirklich wissen, wohin man geht. Ich mache das seit Jahren hier in dem Wald und ich habe auch Mühe. Und da, schaut mal. Einfach nur schön. Richtig fest und groß. Und im Gegensatz zum richtigen, echten Pfifferling ist er in keiner Art und Weise besser oder schlechter. Genauso guter Speisepilz. Schaut mal, ein Riesenapparat. Und jetzt muss man gleich mal gucken, wo ich noch was gesehen habe. Sonst tue ich nämlich dann die Stellen vergessen. Und hier muss man uns ganz in Ruhe umschauen. So, und da muss man auch gucken, dass man nicht auf einen drauf tritt. Es geht echt schnell. Und den Burschen bergen wir jetzt mal zusammen. Und der sieht noch richtig gut aus. So. Und blassend nicht, da sieht man das. Und hier sieht man auch mal, was das für ein Hammerpilz werden kann. Der ist immer noch nicht ausgewachsen. Es geht im Hut immer noch mal doppelt so viel, wenn der richtig aufschirmt. Der ist noch trichterartig, nicht? Da geht noch was. Also, aber der ist schon ordentlich groß. Und das ist doch mal ein Prachtexemplar von einem blassenden Pfifferling. So, und den müssen wir jetzt erstmal hier irgendwo hinlegen. Und jetzt gehen wir mal zusammen suchen. Also die Stelle kann zu Massenauftreten neigen. Ich habe hier schon gefühlte 20 Kilo auf einmal gefunden. Dieses Jahr ist es nicht so. Ist generell ein bisschen verhalten dieses Jahr mit Pilzen. Und das liegt zum einen natürlich am Wetter nicht. Also bei euch ist das ja genauso. Hier ist es auch trocken. Wir sind immer noch in der Dürreperiode. Ja, es hat geregnet und auch gar nicht wenig. Der Boden hier ist nass. Aber die Menge insgesamt hat halt nicht gereicht. Und das setzt allen Sachen zu, den Bäumen wie auch den Pilzen. Und ihr seht, die sind noch jung. Vor einer Woche war hier noch nichts. Da war ich hier. Und da kann man sehen, das ist das Wachstumstempo. Und da haben wir sicher noch ein paar mehr versteckt. Und es macht dann auch Sinn, immer mal die hochgehobenen Reste vom Laub anzuschauen. Na, da sind sie doch. Das ist das, was ich meine. Es ist wirklich richtig schwer, da was zu sehen. Guckt euch das an. Und da hat man nicht nur einen übersehen, nicht? Also schaut mal, und einen großen sogar, ja? Das ist wirklich einfach, es macht auch einfach Spaß. Es sind sogar noch mehr, das sehe ich auch erst jetzt. Also da lohnt sich das Nachschauen. So, und die sind so komisch hier gewachsen.
angefuttert ein Stück. Aber die sind gut. Das ist ganz junger Pilz, nicht? Also die sind nicht alt. Das ist klar ein Leistling. Nicht? Also da, wo die Leisten von der Huthaut sich nicht trennen lassen, ganz klar zu unterscheiden. Also ich finde, man kann den eigentlich mit nichts verwechseln. Höchstens mit den anderen Pfifferlingen und Leistlingen. Das ist nicht tragisch. Alle Leistlinge essbar. Und dann nehmen wir uns die jetzt mal mit und schauen uns weiter um. So, dadurch, dass die jetzt hier kaum dreckig sind, tun wir sie gleich in den Korb. Und es gibt hier einen großen Vorteil. Das ist hier ein Laubwald. Die echten Pfifferlinge neigen dazu, bei uns auf Sandböden zu wachsen. Und wer kennt es nicht, wenn es im Getriebe knirschelt, ist nicht lustig beim Essen. Ist bei denen hier nicht der Fall. Deswegen tue ich die bevorzugen. Wenn man denn kann. So. Wird doch. Und immer wenn ich solche Stellen gefunden habe, gehe ich einmal links rum und einmal rechts herum. Und ich zeige euch wieso, weil man sonst alles übersieht. Da ist wieder einer. Und das ist wirklich so schwer zu sehen, glaubt mir das. Ich meine, ich zeige euch ja direkt, wo sie sind, aber wenn ihr im Wald steht, das ist schon der harte Tobak. Schaut, da guckt nur ein kleines Dingelchen raus und vergesst nicht den Vergrößerungseffekt der Kamera. So, und da drunter steckt ein Riesenapparat. Schaut euch das mal an. Das sind echt keine kleinen Pilze. Ja, da ist richtig was dran. Wuchtig, knackig, toll auf einer Pizza übrigens. Und da wird er auch heute drauf kommen. Und das ist übrigens auch kein kleiner Korb, nicht? Also die Menge, die da drin ist, ein Kilo. Ohnehin die Sammelhöchstmenge für mich heute. Und damit, denke ich, werden wir es auch so langsam dabei bewenden lassen. Aber schaut euch das mal an. Und wie die riechen. Und jetzt sieht man auch schön, warum die blassende Pfifferlinge heißen. Auf der Hutoberhaut, wie irgendwie ausgeblasst wirkend. Und ja, eben hier dem Laub gut getarnt. Nicht? Also da kann man sich ganz klar vorstellen, mal die Oberseite, mal die Unterseite. Ja, die sehen schon sehr gleich aus. So, aber ich bin zufrieden. Also, das ist doch mal ein guter Fund. Und heute war es echt nicht einfach mit Pilze sammeln. Ja, zum Ende der Tour zeigt sich dann wieder hinter einem Baumstamm was. Das ist relativ häufig, wenn der Wald sehr trocken war, weil dahinter sich eben oder darunter Feuchtigkeit hält. Und da wachsen die Pilze auch mal gern darunter hervor. Das ist ein, ja, mal darunter, im ersten Moment würde ich sagen ein Steinpilz. Was auch so ist, man sieht hier, oder ein Rotfußröhrling, also mal gucken, das ist wirklich... kriegt den Stamm. Der ist eh zu alt, nicht? Das sieht man schon. Also ich lasse den Burschen hier. Gucken wir mal, ob wir den Stiel zu sehen kriegen. Ich denke eher, dass es ein Rotfußröhrling ist. Das ist kein Steinpilz, nicht? Da unten drunter sieht man schon, ich möchte ihn jetzt nicht kaputt machen, den dünnen Stiel. Und das ist einfach ein großer, gemeiner, roter Rotfußröhrling. Großer Rotfußröhrling. Ihr seht, es war anstrengend. Ich bin heute weit gelaufen. Also es ist nicht unbedingt jetzt irre was los im Wald. Also wir haben mehr als genug für eine Mahlzeit. Das ist ja eine ordentliche Mahlzeit für uns hier, würde ich sagen. Und hier im Wald ist es jetzt wirklich sehr stellenweise. Also es gibt hier Ecken, da gibt es durchaus Pilze. Und es gibt andere Ecken, da könnt ihr auch rumlaufen. Da ist absolut überhaupt nichts. Und es ist wirklich im Moment da, wo es geregnet hat und da, wo es schattig ist, besser. Aber auch so, die Pilze wachsen nicht in großen Mengen. Es gibt definitiv kein Massenaufkommen oder Massenauftreten von irgendwas im Moment. Es ist aber so, Sommerpilze natürlich, da wo es gut passt, wo es eben doch feucht genug war und wo es eben hinregnet, stellenweise gut. Aber man muss schon ordentlich laufen. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier mal eben einen Korb voll pflückt. Muss ja auch nicht. Wir wollen ja Pilze suchen. Und haben ja auch welche gefunden. Also, da ist noch einer und den gucken wir uns an. Also, das sollte auch wieder ein Rotfußröhrling sein. Viel zu altmatschig, kein Steinpilz, viel zu dünner Stiel. Und das lassen wir auch gleich stehen, denn das macht keinen Sinn. Der ist ohnehin nicht mehr genießbar. Aber schön, dass ich den euch zeigen darf. Hier versteckt sich ein neuer Kandidat. Also, auf den ersten Blick sieht er schon mal gut aus. Und das ist eben wieder ein Rotfußröhrling, ein gemeiner Rotfußröhrling. Man sieht das hier, nicht? Rötlich gefärbt, wunderschön gelb. Nicht zu groß, die Röhrenmündungen. Also keine Ziegenlippe. Sehr wahrscheinlich ein gemeiner Rotfußröhrling. Der darf mit. So, jetzt beenden wir die Pilztour und nochmal, ihr könnt schauen,
einen tollen Blick in diesen Korb. Also, schöne blassende Pfifferlinge, mir persönlich mit lieber als die richtigen Pfifferlinge, fester, in der Regel größer und eben richtig lecker, insbesondere auf einer Pizza. Da ist ein Pilz, also das ist am Ende ein so ein Pilz, ist schon mal schnell 3 oder 4 kleinere Pfifferlinge. Die können auch so groß werden, sieht man aber nur selten. Also das letzte Mal vor 2 Jahren, nicht, wo es so eine Schwemme gab. Also, begleitet uns ein Stück, empfehlt uns weiter, teilt das Video, habt Spaß und wir sehen uns bald da. Im Wald. Bis bald im Wald.